Hello, Germany. Austria and Switzerland. Die Kids der Disney-Bösewichte sind wieder da. Wir machen euch bereit für den neuen großen Disney-Channel-Film. Mit 10 Fakten über Descendants 2. Nummer 1. Mel, Evie, Carlos und Jay sind alle zurück. Wer ist denn da im Fernsehen? Aber sie haben sich verändert. Mel evolves in the biggest way, I think, out of all the characters. She has a very intense arc. In this movie, Evie learns that there's beauty in being different, that there's a beauty in loving who you are and where you come from. Kinder der Insel werden wir immer bleiben. Dort sind unsere Wurzeln. Nummer 2. Es gibt ein neues, böses Mädchen auf der Insel und alle kennen ihren Namen. Ganz genau, Uma, die Tochter von Ursula. Sie ist die Chefin einer bösen Piratencrew. Und sie hat ein klares Ziel. Bald bietet sich mir die Chance, Auradon in Angst und Schrecken zu versetzen und ich ergreife sie. Klarer geht's nicht. Nummer 3. Uma hat 2 Helfer. Gil, der Sohn von Gaston, und Harry, der Sohn von Captain Hood. Willkommen! Harry wird von Thomas Doherty gespielt. Ihr kennt ihn sicher auch aus The Lodge, wo er Sean spielt. Hey. Und er ist auch Dove Camerons Freund. Na, sowas aber auch. Nummer 4. Was braucht man, um Piraten zu bekämpfen? Schwerter! Schwertkampf zu lernen war aber auch für die Stars nicht einfach. We had to train for 2 months. Everything is choreographed, like to the T. Anytime we weren't dancing, we were on the other stage sword fighting. Nummer 5. Bei Descendants 2 gibt es mehr als 1500 neue Kostüme. Von cooler Sportkleidung zu wunderschönen Ballkleidern. Okay, Evie, da drin kann ich unmöglich atmen. Nummer 6. Neue Klamotten brauchen natürlich neue Haar- und Make-up-Styles. Tada! Jeder Charakter hat einen einzigartigen neuen Look. Voila, voila! Der aber nicht einfach zu schaffen war. We're gonna pin this. There's like hundreds of pins that goes into these wigs. Umas Look ist besonders kompliziert. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Frisur zu haben? I have the front 2 rows of my actual hair braided with colored extensions and the rest of this back here is a wig. Das Leben ist nicht fair. Welchen Style hättet ihr am liebsten? Stimmt oben ab. Nummer 7. Die Musik spielt in diesem Film keine Rolle. Hallo. Nur ein Witz. Könnt ihr euch Descendants ohne Musik vorstellen? Es gibt viele neue Songs in diesem Film und sie sind alle sehr unterschiedlich. Welcher ist euer Lieblingssong? Nummer 8. Ein Song ist ganz besonders. It's Going Down, der große Kampfsong, in dem viele Styles vermischt werden. Let's go, bring it on, better give us what we want. Everything has led up to this. That's what all the sword training, all the rehearsal has been for. Let's go, make your move, peace or war, it's up to you. Give them up and do it now, if you go, it's going down. Nummer 9. Es gibt großartige Tanznummern bei Descendants 2. Es geht los. Um sie zu lernen, mussten die Stars 3 Monate lang vor Start der Dreharbeiten mit den Choreografen und dem Regisseur des Films Kenny Ortega proben. Woo! Nummer 10. Dove, Sophia, Cameron und Bubu waren in ganz vielen Ländern, um den Film zu promoten, inklusive Argentinien. Ratet mal, wen sie dort getroffen haben. Ja, Dove und Sophia haben die Soy Luna Stars getroffen. Ist das nicht ein Traumteam? Das war's! Worauf freut ihr euch am meisten bei Descendants 2? Schreibt es in die Kommentare. Descendants 2 am 4. November um 20:15 Uhr im Disney Channel.